Jo, hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Hier die Lotse von News aus Braunschweig. Mind Control in Braunschweig nenne ich das mal, wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, war ja hier diese große Debatte über den Stadionausbau, ja, wo ich geschrieben habe, Braunschweiger Bürger sind gegen den Stadionausbau. Ja, wurden natürlich auch stark attackiert von einigen Leuten, die es einfach nicht begreifen wollte. Da haben ja welche geschrieben, ich habe sogar von meinem Geld Flyer gedruckt und die verteilt. Da kann ich nur sagen, ihr tut mir so geistig, ihr seid so geistige Tieflieger, es ist unglaublich. Ja, wie gesagt, ich bin, wie gesagt, für die Eintracht, ich bin für die Leute, für die Eintracht-Fans, da stehe ich auch zu. Nur ich bin dagegen, dass eben versucht wird, über die Eintracht, über die Eintracht-Fans Wahlkampagnen zu schalten. Und das kann man ganz einfach belegen, dass es so war. Das ist also jetzt bewiesen. Das heißt, während der ganzen Zeit, während diese Diskussion um diesen Ausbau des Stadions war, konnte man in der Braunschweiger nicht ein böses Wort lesen. Es war alles Eintracht und alles toll und super. Ja. Ich habe also mal einen Bericht auf meinem Forum gebracht aus der Ortschaft Gifhorn, glaube ich, Gifhorn oder Peine hat berichtet drüber, dass Braunschweig eine Schlappe gekriegt hat. Das hast du in der Braunschweiger natürlich nicht gelesen. Da wurde schön bunt geredet. Jetzt ist also das Ding durch. Eigentlich haben ja 60% der Leute gegen den Stadionausbau gestimmt, weil sie die Wahl boykottiert haben. Es wird aber trotzdem gemacht. Das war ja von vornherein klar, weil das stand schon fest, dass sie es machen, weil das war ja die Strategie, die Wahlkampfstrategie. Und ja, wie gesagt, gestern ging es dann genau andersrum. Und das ist der Beweis. Die Braunschweiger Zeitung hat dann gestern das erste Mal berichtet, dass Anwohner sich beschweren betreffend des Eintrachtstadions, dass sie dann nicht mehr wegfahren können, weil sie kriegen dann keinen Parkplatz mehr. Das heißt also, jetzt wird wieder darauf hingearbeitet, dass die Bewohner, umliegenden Bewohner des Eintrachtstadions, aufgehetzt werden gegen die Eintracht, gegen die Eintracht-Fans. Ja? Und das war also Voraussicht, dass man konnte die Uhr nachstellen. Also ich wollte es vorher nicht sagen, weil, wie gesagt, sonst wäre dieser Bericht nicht gekommen, aber ihr könnt es also nachlesen in der Braunschweiger Zeitung oder Newsclick, da ist es drin. Oder eben auf meiner Seite habe ich es also auch nochmal verlinkt unter Eintracht Braunschweig, dass man es also nachsehen kann. Ja? Das heißt also, jetzt wird wieder der Gegenpool, das heißt, das Ding ist hier laufen, man hat genug ausgegeben, man hat die Masse drauf eingestimmt. Ne? Wir, das Rathaus, sind für Eintracht, hurra. Ja? Und jetzt, nachdem das abgefleckt ist, das Ding ist durch und alle haben sich auf die Schultern geklopft und feiern und super. Und wir haben gewonnen und hurra. Ja? Jetzt fängt man genau andersrum und sagt, ja, diese bösen Eintrachtsfans bei aller Liebe, aber die sind so böse, da kann ich ja gar nicht mal mein Haus verlassen. Ja? Ich meine, warum hat man vorher nicht drüber geschrieben? Macht euch mal Gedanken drüber. Das ist einfach Mind Control, der gemacht wird. Ja? Das heißt, man fängt eben, die ganze Zeit hat man alles hochgejubelt und jetzt fängt man an, die Leute wieder gegeneinander auszuspielen. Ja? Und das eben über die Presse. Ja? Wie gesagt, es ging mir nicht darum, dass Eintracht da, von mir aus können sie da 10 Logen reinmachen, aber die Eintracht wird davon nichts haben und die Fans auch nicht. Ja? Das Einzige, was passiert, dass man die Leute gegeneinander ausspielt und einen Haufen Geld rausgegangen, ja, die man vielleicht für soziale Projekte gegeben hätte können. Ja? Ich habe ja da ausgerechnet, dass ca. 18.000 für die Wahl ausgegeben sind. Könnten vielleicht mehr sein. Dafür hätte man wunderschöne Behindertentoiletten machen können. Und wie gesagt, alle Parteien haben das Ding mitgespielt. Ja? Statt zu sagen, wir machen auch die Schilder und machen einfach, wir sind dagegen, dass die Eintracht missbraucht wird für Wahlergebnisse. So wie ich das auch gemacht habe. Ich war der Einzige. Ne? Und habe dementsprechend natürlich auch Angriffe gehabt, weil die Leute einfach nicht verstanden haben, warum es geht. Und wie gesagt, der Bericht gestern am 19. in der Braunschweiger Zeitung betreffend Eintracht und den Anwohnern belegt ja das, dass ich recht hatte. Ne?
ich habe es wie gesagt vorher nicht, wollte es nicht so deutlich oder so direkt sagen, damit das, damit dieser Passus auch kommt. Und ja, das ist eigentlich mein Control, der hier betrieben wird. Das heißt, da wird über die Presse werden den Leuten die Sachen zugetragen, damit gejubelt wird, und im Nachhinein hauen sie die Leute wieder in die Pfanne. Ja. Das ist ja nun mal der Punkt, der hier passiert. Und es belegt einfach nur, dass ich recht hatte mit dem, was ich sage. Ja. So läuft eben hier die Mind Control. Und Leute, die eben so wie ich wahrheitsgemäß berichten, und da gibt es ja leider nicht viele von, werden natürlich dementsprechend attackiert. Ja. Und das sogar von den eigenen Leuten. Also vielleicht die Leute, die mir geschrieben haben, was ich für ein böser Mensch bin. Ja. Sollten vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Meine, mir ist es egal. Ich finde es auch schön, dass Eintracht jetzt aufgestiegen ist. Ja. Ich finde es bloß schade, dass bestimmte Freunde von mir das nicht mehr miterleben konnten, die eigentlich auch Eintracht-Fans waren. Ja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Leider. Ja. Uzi, Pflanze. Ja. Wäre vielleicht für sie ganz schön gewesen, aber es ist, wie gesagt, das ist der Mind Control, der hier gemacht wird. Das heißt Stimmungsmache, Meinungsmache. Und das machen die, ja, wird von den Parteien hier eigentlich auch gemacht. Das heißt, wir wählen im Prinzip nur noch Meinungsmacher. Wir wählen keine Leute, die wirklich was ändern wollen. Oder an dem System was ändern wollen. Es geht eigentlich nur noch darum, Märchenerzähler zu werden fürs Rathaus. Ja. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Und das Ganze eben mit der Presse. Und wenn dann einer arbeiten macht wie ich, das heißt also mal direkt drüber berichtet, dann wird er eben dementsprechend denunziert. Ja, das ist eben so. Und viele Leute machen das Ganze mit, ohne darüber nachzudenken. Tja, meine, mir ist es egal, das ist nicht mein Geld, weil ich hoffe, dass ich irgendwann mal hier wegkomme. Dann müsst ihr für diese Scheiße aufkommen, nicht ich. Das ist nicht mein Problem. Ja. Das ist, wenn ihr euch hier die Stadt kaputt machen lassen wollt, in dem Sinne, dann lasst es machen. Es geht mir vollkommen am Arsch vorbei. Ich bin, wie gesagt, viel lieber hier draußen und habe meine Ruhe, als so einen Humbug mitzumachen und mir an Mind Control überstülpen zu lassen, vom Feinsten. Und dann von manchen Leuten auch noch attackieren zu lassen, weil sie einfach das Ganze nicht raffen. Ja. Einfach verlernt haben, drüber nachzudenken, was passiert. Ja. Eine eigene Meinung haben. Ein kleiner Fisch. Ja, soweit nur zu Mind Control. Im Prinzip hat man, halt haben sie jetzt ihr wahres Gesicht gezeigt, nachdem sie eben, wie gesagt, die erst alles positiv gebracht haben. Hauptsache Eintracht für die Wahl, für unseren sogenannten Nazi-Bürgermeister. Ehemaliger MPD-Mann, Dr. Gerd Hoffmann. Und ja, und jetzt fährt man wieder einen anderen Kurs, indem man die Leute gegeneinander aufhetzt. Ja? Die bösen Eintracht-Fans gegen die lieben Anwohner, oder die bösen Anwohner gegen die lieben Eintracht-Fans, oder was weiß ich. So ein Humbug, der hier passiert, das ist also unglaublich. Ja, es ist eben Mind Control. Das liegt aber daran, dass die Leute hier wirklich nur eine komische Zeitung kriegen, ja, dass nicht offiziell oder richtig berichtet wird. Mind Control eben. Ja. Und der Rest kommt dann eben über das sogenannte Verbildungsfernsehen, ne, wo sie dann irgendwelche Gerichtsshows oder Hartz-IV-Fernsehen gucken, ne, Gerechtigkeit etc. etc. Ne. Und wenn sie dann selber vor Gericht stehen, dann sehen sie, dass es ganz anders ausgeht, dass das ganz anders sieht. Also wenn man den Schwachsinn im Fernsehen sieht, das ist also unglaublich, was da gebracht wird. Ich meine, gut, das ist Unterhaltung. Ne? Aber inzwischen sind die Leute so weit, dass sie diese Unterhaltung als Realität empfinden, weil es einfach zu viel ist. Ne? Wenn man hier also wirklich was ändern wollte, ich sage mal, wenn 4 Wochen kein Fernsehen da wäre, ja, wenn das ausgeschaltet wird, dann gäbe es hier Mord und Totschlag. Ja? Weil die Leute dann endlich raffen würden, dass sie in einer Matrix leben. Ja. Aber solange das noch geht, solange sie ihr Bier haben und ihr Hartz-IV-Fernsehen,
dann ist das ganz toll. Ja, da wird sich auch nichts ändern. Dann werden sie weiterhin den Mind Control, weil keiner ist bereit, auf seinen Fernseher zu verzichten. Ja, statt Informationen zu kriegen, Informationen zu recherchieren, ja, haut man sich lieber die Scheiße im Fernsehen rein oder von irgendwelchen Portalen, ja, wo dann bestimmte Firmen Meinungen vorgeben. Da gibt es also bestimmte Firmen, die also darauf spezialisiert sind, Meinungsmache zu machen. Ja. Esoterik-Agenda sozusagen. Mind Control des 21. Jahrhunderts. Hier in Braunschweig eben ganz krass. War schon immer so, weil wir hier keine offizielle oder freie Presse haben. Und jeder, der es wagt, hier eine freie Presse zu machen, wird eben dementsprechend denunziert und ausgegrenzt. Ja. Oder wer eben seine, ja, irgendwas machen will. Ja, soweit so gut. Zum Mind Control in Braunschweig. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!